herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Die Bekämpfung der Epidemie erfolge wie geplant. Das Gesundheitssystem sei vorbereitet. Weiterhin erhalte jeder die für ihn notwendige medizinische Behandlung. Darüber sprach die leitende Amtsärztin auf der Pressekonferenz des Krisenstabes. Cecilia Müller sagte ferner, dass das Gesundheitssystem in vielen Ländern an der Grenze der Belastung sei, was aber in Ungarn nicht der Fall sei, da die Behandlung der Patienten vorab geplant ist. Die Hausarztpraxen würden ständig mit Grippeimpfstoffen versorgt, äußerte die leitende Amtsärztin auf der gleichen Pressekonferenz mit. Sie fügte noch hinzu, wenn der Impfstoff in einer Praxis knapp werde, könne er nachbestellt werden. Sie wies ferner darauf hin, dass es immer noch nicht zu spät sei, sich impfen zu lassen, da der Höhepunkt der Epidemie Ende Januar, Anfang Februar erreicht werde. Mit 200 Teams aus Medizinstudenten wird künftig die Arbeit des Rettungsdienstes unterstützt. Von Sanitätern werden sie zur Testung geschult. Sie werden lernen, wie man Covid-Tests durchführt, Schutzbekleidung benutzt, richtig desinfiziert und die Administration erledigt. Die Verstärkung ist notwendig, denn während zu Beginn der Epidemie nur noch ein paar hundert Proben entnommen wurden, jetzt muss täglich mehr als 12.000 Tests gemacht werden. Landesweit werden die Schulen desinfiziert. In allen Schulen muss die Desinfektion während der Ferien durchgeführt werden. In Schulen, wo es früher bestätigte Corona-Fälle gab, hilft auch die Armee mit. Diese Woche wurden in 59 Schulen mit Hilfe von Soldaten die Desinfektion durchgeführt. Dreißig Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen werden erneut von der Regierung unterstützt. Peter Siato, Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten, sagte bei der Übergabe der Urkunde zur Förderung, aufgrund der Epidemie sei eine vollständige Umwandlung der Weltwirtschaft im Gange und zur Aufgabe der Regierung gehöre, die ungarischen Firmen zu unterstützen. Der Minister sagte ferner, Investitionen und Entwicklungen von insgesamt 46 Unternehmen würden im Rahmen des Programms zur Exportunterstützung zur Hälfte finanziert. Mit der Austragung der MTV Europe Awards sei das Ziel, dass sich Ungarn dadurch einen Wettbewerbsvorteil für die Zeit nach der Pandemie im Tourismus verschaffe. Darüber sprach Regierungssprecherin Alexandra Szentgiray gegenüber dem M1. Sie sagte ferner, dass es 4 ungarische Austragungsorte gibt, die Hauptstadt und noch 3 andere Städte. Die diesjährige Verleihung der MTV Awards findet am 8. November online statt. Die Show kann sogar 1 Milliarde Zuschauer aus beinahe 180 Ländern verzeichnen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.